Und hier sind wir wieder live vom Caravasalon 2021 in Düsseldorf. Immer noch in Halle 3, immer noch am Stand E15. E ist das Stichwort, E, Wald ist da, Günther ist da. Und wir machen jetzt sozusagen den Blick hinter die Kulissen, denn wir nehmen euch mit in die Vorbesprechung für die Sendung, die wir gleich produzieren werden. Ganz kurz inhaltlich, was wollen wir thematisieren, was nehmen wir rein gleich in die Show? Welche Fragen soll ich für dich vorbereiten? Oder welche Antworten willst du geben? Es ist mir eigentlich egal, was du mir für Fragen stellst. Das Entscheidende ist, dass wir in der Natur leben, mit der Natur leben, dass wir die Kreisläufe der Natur berücksichtigen und respektieren, und zwar in unserer täglichen Lebensweise, in unserer Wirtschaftsweise, aber auch, und das gehört eben mit dazu, im Tourismus, wenn wir Kreis Lippe besuchen oder irgendwo anders in Urlaub hinfahren. Da geht es ja darum, eben auch dort die Natur zu berücksichtigen, die Natur kennenzulernen, sich das anzuschauen und daraus zu lernen und das zu berücksichtigen. Solche Fragen könntest du mir stellen, dann würde ich ähnliche Antworten wie diese dann geben. Die Frage würden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Und dann, Günther, was würdest du von der Idee halten, dass wir so einen kleinen Rückblick machen? Also wie war der Caravasalon? Ich würde dann die Frage stellen, wie ist gelaufen? Jetzt haben wir bummelig eine Woche hinter uns. Wie würde dein Resümee ausfallen, Günther? Ja. Jetzt ein bisschen ausführlicher kannst du schon antworten. Ach so. Ja. Also was kommt dann? Also du möchtest von mir in der Vorbesprechung wissen, was wir in der Vorbesprechung besprochen haben, was ich sagen würde, genau, wenn wir live auf Sendung gehen. Ja, genau. Okay, habe ich verstanden. Ja, ich würde im Resümee als erstes mal noch rüberbringen wollen, was mir besonders wichtig ist, nämlich die Tatsache, dass wir im Tourismus mit unserem Fachbereich Umwelt zusammenarbeiten und dass das in vielen anderen Facetten auch gilt. Das heißt, wann und wo auch immer wir irgendetwas tun, ob das ein Wanderweg ist, ob wir ein Gebäude irgendwo hinstellen, ob wir mit und um den Wald herum irgendetwas tun, in Naturschutzgebieten, setzen wir uns mit der Natur auseinander und mit unseren Behörden, die uns dabei behilflich sind, alles richtig zu machen. Das heißt, dass wir nicht da durchmarschieren und jede Menge Ärger produzieren, sondern dass wir versuchen, zum Schutz der Natur das eben alles aufrechtzuerhalten und uns da ordentlich zu bewegen. Und das ist eine gute Zusammenarbeit. Und zum Thema Tourismus bedeutet das für uns, dass wir auch da gemeinsam unterwegs sind, nämlich mit dem Thema nachhaltiger Tourismus. Wir wollen Modellregion werden. Das ist ja ein großes Thema, wird überall angesprochen, aber nie, ich sag mal, komplett durchdekliniert. Und das wäre gut, wenn wir darüber sprechen würden in der eigentlichen Sendung. Okay. Frage habe ich zumindest im Kopf schon mal notiert und dann denke ich, Ewald, könnte ich dir die Frage noch stellen, auf was freust du dich ganz besonders, Blick Richtung Lipperland, wann bist du das nächste Mal wieder vor Ort, als Klimabotschafter des Kreises Lippe, was sind für dich da sozusagen die Herausforderungen oder die Dinge, auf die du dich freust? Wäre eine Frage, die könnte ich dir stellen, oder? Stellst du mir die jetzt schon oder würdest du mir die dann später stellen? Ne, ich würde jetzt erstmal abwarten, was du antwortest, mhm, und dann mal gucken, ob wir es in die Sendung mit reinnehmen. Also deine Antwort wäre wie? Also bevor die Leute jetzt komplett irritiert sind, muss ich das ganz kurz erklären. Matthias als sehr guter Journalist hat diesen Wahn, jede Diskussion und jede kleine Sendung vorzubesprechen. Und ich habe ihm den Vorschlag gemacht, lass uns doch die Vorbesprechung aufnehmen, weil jede Vorbesprechung, das wäre so, als wenn man eine Podiumsdiskussion, an der ich oft teilgenommen habe, vorher vorbesprechen würde. Schau dir Talkshows im Fernsehen an, wenn die gut sind, dann weißt du, sie haben vorher noch nicht drüber gesprochen. Wenn sie schlecht sind, dann werden sie sich wahrscheinlich vorher abgesprochen, was sagst du, was sage ich. So etwas muss spontan sein. Und deswegen nehmen wir jetzt die Vorbesprechung auf, damit wir nicht uns schon verquatscht haben. Wie war jetzt die Frage, die ich jetzt in der Live-Sendung stellen würde? Wann bist du das nächste Mal im Lipperland zu Besuch? Wann wirst du die Wanderwege erklimmen? Also ich glaube so Ende September. Am 25.09. Am 25.09. bin ich in Lemgo, weil dort eine Schulklasse, glaube ich, ein Freizeit- und Trainingsevent gewonnen hat mit mir. Sport und Gesundheit. Sport und Gesundheit, das ist noch aus dem letzten Jahr, glaube ich. Richtig. Und da werde ich versuchen, ein bisschen etwas weiterzugeben von meinem Erfahrungsschatz, wie man durch Bewegung und durch gemeinschaftliche Bewegung etwas
zur Gesundheit und zur geistigen Weiterentwicklung beitragen kann. Aber ich werde auch ein paar Tage vorher schon da sein und dann werden wir uns wahrscheinlich mal sehen und dann werden wir vielleicht auch mal wunderschön essen gehen. Vielleicht schaffe ich es auch in den Tagen noch mal so ein bisschen da in den Teutoburger Wald hochzufahren mit einem E-Auto ganz leicht, langsam. Und dann da oben am Hermann ein bisschen rumzuwandern oder an den Exterstein, das müssen wir mal sehen. Aber ich freue mich einfach darauf. Im Moment habe ich nicht ganz so viel Zeit, weil ich viel unterwegs bin. Das war im letzten Jahr halt nicht der Fall, durch diese Corona-Zeit. Und jetzt kommt alles wie aus so einer Ketchup-Flasche raus, auf einmal. Und ich kann ein bisschen Erholung vertragen und in der Woche, auch in der nächsten Woche, muss ich schon mal ein bisschen runterfahren. Und ich freue mich einfach darauf, dann wieder da zu sein. Also das wäre meine Antwort dann auf die Frage, wenn du sie mir stellen würdest. Okay, die nehmen wir mit rein, sowohl die Frage als auch die Antwort in die Live-Sendung nachher. Aber nur, wenn ihr mich, ist jetzt eine Selbsteinladung, zum September mit einladet. Also ich möchte einmal mit euch zusammen da Hermanns Höhen rauf und runter. Da können wir noch, können darüber nachdenken, noch eine Nacht überschlafen. Ja, das Entscheidung machen wir nicht mal lieber drüber. Also, ja. Ob wir uns das hier, ich meine, das war jetzt ja eine harte Zeit hier auch, ne, oder auch darüber müssen wir ja gleich sprechen in der Da gibt es viel Sendung. Aufzuarbeiten, ist mir schon, ne? Klar. Genau. Und ob wir das dann nochmal wollen, das müssen wir dann wirklich mal ja, sehen. Ja, es war die eine oder andere sarkastische Zwischenbemerkung da, die müssen die Beteiligten auch erstmal verarbeiten. Aber ich denke, bis Ende September kann ich mir vorstellen, dass sich das alles wieder so weit eingerenkt hat, dass wir dann auch zusammen in Frieden in die Natur hinaus wandern können. Das sollte das Ziel sein. Gemeinsames Wandern. Also. Ja. Und vielleicht könnt ihr auf dem Weg dorthin viel wandern, damit ihr dann diese guten und positiven Gedanken einfließen lasst. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den September. Ich stehe da. Keine Ahnung, ob ich mitkommen darf. Ich bin vor Ort. Wenn du deine Gitarre mitbringst, wird das nichts. So, wir verplaudern uns. Nach 10 Tagen Messe kann das auch schon mal sein. Lieber Ewald, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das, was du gesagt hast, für den wertvollen Input. Immer ein ganz besonderes Erlebnis. Lieber Günther, an dich herzlichen Dank. Und wir sehen uns wieder, würde ich sagen, oder? Definitiv. Spätestens auf der nächsten Caravan. Ja. Ne? Oder auf den anderen noch folgenden Messen, wo wir das präsentieren, was wir gerne präsentieren wollen, nämlich das Land des Hermann. Und wir sollten über das Format nochmal nachdenken. Günni, ja. Ewald und Matze on Tour. Also ich glaube, das hat Potenzial. Ja. Auch das vertiefen wir später. Stellen wir jetzt schon den Tourbus vor, so ein Caravan. Genau. Ne? Wir lassen die mal weiter plaudern. Das war's vom Caravan Salon 2021. Folgt uns auf YouTube im Internet und wir sind ganz bald wieder für euch da. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss zusammen.